heiße Dominik Polkert, werde jetzt 22 Jahre alt, komme aus Wermelskirchen und ja, ich komme jetzt schon seit 4 Jahren hier ins Kinder- und Jugendhospiz und genieße es sehr hier. Ich habe über einen Freund vom Kinder- und Jugendhospiz erfahren, der schon seit etlichen Jahren hierher kommt und zu mir meinte, ich soll da auch mal hier hinkommen. Den habe ich dann beim Aufenthalt hier besucht und mich dann sofort für das nächste Jahr eintragen lassen, weil es mir so gut gefallen hat. Als ich mit 18 das erste Mal hier gekommen bin, bin ich immer ohne Familie hier bisher hier gewesen. Es ist halt schön, einfach mal ohne die Eltern, die hier immer dabei sein müssen, meine Zeit alleine verbringen zu können. Ich habe hier schon viele neue Freunde kennengelernt und findet eigentlich immer jemand, mit dem man sich gut versteht. Also wenn ich hier im Jugendhospiz bin, fahre ich sehr gerne irgendwie auf Ausflüge oder so, irgendwie in eine Stadt fahren oder nur ein Eis essen, einfach mal unterwegs was unternehmen. Im Radiospot habe ich ja gesagt, dass ein Hospiz schon erstmal ein Tabu ist. Das war für mich am Anfang auch erstmal ein schweres Thema, weil man ja so eine Grundskepsis gegenüber dem Thema Hospiz hat. Und Kinderhospiz kannte ich so bisher noch nicht. Aber als ich dann meinen Freund erstmal hier besucht hatte und wenn man gesehen hat, wie schön es hier ist und was man hier für einen Spaß haben kann, sobald man es einmal hier sieht, also ist auf jeden Fall kein Tabu mehr. Auch wenn ich mit Freunden darüber rede, ist es erstmal ein komisches Thema. Aber sobald man etwas darüber redet und sagt, dass es hier total schön ist und einfach gar nichts mit dem Hospiz, was man so mit Erwachsenen-Hospiz kennt, zu tun hat, ist ein nettes Thema. Ja, ich habe sofort für den Radiospot hier zugesagt, weil ich finde es halt wichtig, auf solche Einrichtungen, wie das Kinder- und Jugendhospiz, aufmerksam zu machen, da es halt zum großen Teil über Spenden finanziert wird. Und einfach für Betroffene wie mich sehr schön ist, einfach mal eine Zeit ohne die Eltern verbringen zu können, dass die Pflege hier immer gesichert ist und dass man hier einfach Spaß haben kann. Achtung, jetzt kommt ein Tabu. Kinderhospiz. Na, schon am Sender wechseln? Für viele heißt Hospiz sterben. Stimmt so aber nicht. Im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar können wir, Jugendliche und Kinder mit unheilbaren Krankheiten, mit unseren Familien leben und lachen. Natürlich gehört Sterben und Trauern auch mit dazu. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende unter kinderhospiz-balthasar.de.